Mein Name ist Mario und hier ist wieder eine neue Folge in meiner Serie Schwierige Fragen von Atheisten an Christen mit der wohl schwierigsten und herausforderndsten Frage für Christen. Wenn es denn Gott gibt, wenn er denn allmächtig ist, wenn er denn gut ist, warum lässt er das Leid, den Tod, das Böse zu auf Erden? Das ist eine der Hauptausschlussargumente von Atheisten gegen die Existenz Gottes und eine der sicher schwierigsten Fragen für uns als Christen. Nun, wir erinnern uns an das schwere Fährenunglück 1994, die Fähre Estonia mit 852 Opfern. Viele haben gefragt, warum hat Gott das zugelassen? Wir erinnern uns am 3. Juni 1998, eins der schwersten Zugunglücke der Schnellzüge, der ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen verunglückt bei Eschede mit 101 Todesopfern. Es wird schwieriger. Eine der erschütterndsten Tragödien in Deutschland war 2002 in Erfurt der erste bedeutende Amoklauf eines Schülers Robert Steinhäuser mit 17 Todesopfern und etwas, was wir noch schwer in Erinnerung haben und schwer erklären können, ist der riesige Tsunami am zweiten Weihnachtstag 2004 mit 230.000 Opfern. Hier sind immer wieder die gleichen Fragen, besonders auch von Jugendlichen. Ich habe hier die Frage eines 18-Jährigen notiert. Wo war Gott, als zwei Flugzeuge in die Tower von New York flogen? Wo war Gott, als die Atombombe über Hiroshima zündete? Wo war Gott, als Menschen millionenfach in Deutschland vergast und ermordet wurden? Wo war Gott, als Gläubige einander im Namen Gottes vernichteten? Und wo war Gott, als Kinder missbraucht wurden und werden von religiösen Führern, egal welcher Konfession und egal welcher Religion. Nun, ich habe Ihnen vier Antworten zusammengestellt, denn das hat immer wieder den Menschen beschäftigt seit der Antike. Woher stammt Leid? Woher stammt der Tod? Und wie können wir ihn auch im Zusammenhang mit Gott erklären? Nun, die erste These kommt aus der Antike. Wir sehen hier die sogenannte Laokoon-Gruppe im Vatikanischen Museum. Laokoon war ein Priester, war der Priester der Stadt Troja. Und damals hatte man folgendes Konzept der Götter. Die Götter quälen die Menschen, weil sie einerseits allmächtig und andererseits aber unberechenbar und willkürlich sind. Nun, was war passiert in Troja? Die Griechen versuchten über 10 Jahre die Stadt Troja einzunehmen und konnten es nicht, nur durch eine List der Göttin Athena, die durch Odysseus geschah. Odysseus hat den Griechen geraten, ein großes hölzernes Pferd zu bauen, darin Krieger zu verbergen und sich dann scheinbar zurückzuziehen. Und die Trojaner wurden durch die List der griechischen Götter getäuscht, außer einem, und das war der Priester Laokoon. Er durchschaute die List der Griechen und schmetterte seinen Speer gegen das hölzerne Pferd. Dieser Speer wurde abgelenkt durch die Göttin Athena und der Gott Poseidon schickte ihm eine Seeschlange, die ihn und seine beiden Söhne verschlang. So wurde durch eine List der Götter die Stadt Troja vernichtet. Götter liebte man damals nicht, man wollte keine Gemeinschaft mit ihnen haben, man fürchtete sie und man versuchte sie durch Opfer gütig zu stimmen. Auch die Frage des Leides und Todes wurde beantwortet, dass die Götter ihre Willkür und ihre Spiele mit dem Menschen trieben. Das zweite Argument von Menschen ist, dass Gott Leid und Tod vor den Menschen vorher gesehen und vorher bestimmt hat. So lesen wir es auch aus dem Koran, aus der Sure 9, Vers 50 dort. Heißt es, nichts kann uns treffen, außer dem, was Allah uns bestimmt hat. Und weiterhin lesen wir in dem Heiligen Koran aus der Sure 57 in der Aje 21, es geschieht,
kein Unheil auf Erden oder an euch, das nicht in einem Buche verzeichnet wäre, bevor wir, also Allah, es ins Dasein rufen. Wahrlich, das ist für Allah ein leichtes. Das heißt also, das Konzept der Religion des Islam ist, dass Allah Leid für den Menschen vorher bestimmt hat. Ein drittes Konzept finden wir in dem katholischen Glauben, das heißt im katholischen Katechismus, dass Gott den Menschen prüft, bestraft und bessert durch Leid und Tod. Ich zitiere aus dem katholischen Katechismus, dem sogenannten Grünen Katechismus aus der Ausgabe des Morus Verlag in den 60er Jahren. Dort heißt es wörtlich: Gott lässt Leid über uns kommen, um uns dadurch zum Heile zu führen. Bei allem hat Gott eine heilige Absicht, auch wenn wir sie nicht verstehen. Gott will uns durch das Leid dazu führen, dass wir uns vom Bösen bekehren. Das Leid kann eine heilsame Strafe sein, durch die wir zur Erkenntnis unserer Schuld kommen sollen. Gott schickt uns auch Leid, um uns zu läutern, wie man Gold im Feuer läutert. Durch Krankheit, Armut und lindere Mühsal will er uns von Fehlern und Unvollkommenheiten reinigen. Nun das vierte Konzept der Antwort, woher stammt Tod und Leid, finden wir in der Evolution. Eine der größten Philosophien und ich darf vielleicht erwähnen, eine der größten Religionen der Gegenwart. Und zwar, dass Leid und Tod der Motor ist der Evolution und des Lebens. Das heißt, die erste Theorie der Evolution ist, dass der Tod so alt ist, auch wie das Leben und uns ewig begleitet. Und auch der Motor und der Erschaffer oder Motivator der Evolution ist. So lesen wir bei Reinhard Kaplan wortwörtlich: Der Tod ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art erschaffen konnte. Wenn es den Tod nicht gäbe, gäbe es uns nicht. Der Tod dient also der Auswahl des Stärkeren und Besseren. Und Hans Sachse schreibt: Der Tod ist eine Strategie der Evolution zur Steigerung der Lebendigkeit. Die Welt wird besser durch den Tod. Das ist die Aussage der Philosophie der Evolution. Nun, was sagt eigentlich die Heilige Schrift, das Wort Gottes, über die Herkunft von Leid, von dem Bösen an sich? Gott informiert uns durch sein Wort, dass er der allmächtige Gott ist und auch der Erschaffer des Lebens. Ich weiß, viele meiner Zuschauer sind Atheisten, glauben nicht an Gott oder sind auch Christen und die nicht an die Inspiration oder an die wortwörtliche Inspiration der Bibel glauben. Trotzdem möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, was das Wort Gottes eigentlich wirklich sagt über Gott. Er ist ein guter Gott und die Bibel informiert uns, dass nichts Böses in ihm ist und folglich auch, dass er das Böse nicht erschaffen hat. In Jakobus 1, Vers 13 lesen wir: Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Und später in Vers 17 heißt es: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab und von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Das heißt, Gott verändert sich nicht. Gott ist nicht willkürlich. Er bleibt derselbe und er bleibt durch und durch gut. Und alles, was er geschaffen hat, ist auch gut. Auch den Menschen, auch die Schöpfung hat er gut geschaffen. Übrigens auch ohne Tod. Hier unterscheidet sich auch die Bibel von der Evolution. Es gab damals keinen Tod und wir werden auch in eine Welt hinein erlöst, wo es keinen Tod mehr geben wird. Nun bleibt natürlich jetzt die drängende Frage: Woher kommt denn das Böse, wenn Gott das Böse nicht geschaffen hat? Nun, auch hier informiert uns die Bibel, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat. Dass der Mensch sich entfernt hat von Gott und von seinen Geboten. In Römer 5, Vers 12 lesen wir: Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Das heißt, die Bibel erklärt die Herkunft des Bösen durch das Verlassen des Menschen der Gegenwart
und der Gebote Gottes. Dadurch kam das Böse in die Welt und dadurch kam auch der Tod in die Welt. Und so gibt uns auch die Bibel folgende Information über die Herkunft von Leid und Tod. Ich habe dieses Leid mal in drei Kategorien eingeteilt. Die erste ist sicher die einfachste und da können mir sogar vielleicht Atheisten folgen. Nämlich die Herkunft von Kriegen, Gewalt, Terror, Vergewaltigung, Missbrauch geschieht durch die freie Entscheidung des Willens des Menschen und ist in keinster Weise in dem Willen Gottes. Auch nicht Religionskriege. Dann wird es schon schwieriger und da werden vielleicht auch Atheisten oder Christen, die nicht an die Bibel glauben, sich von mir verabschieden. Die Herkunft von Krankheit, Behinderung und Tod. Das haben wir gerade gelesen. Diese Dinge kamen durch die Entscheidung des Menschen und durch die Sünde in diese Welt. Und das Dritte ist, und das ist sicher am schwersten nachzuvollziehen, gerade auch für Evolutionisten, ist die Herkunft von Leid und Tod durch Umweltkatastrophen und Erdbeben. Die Bibel informiert uns, dass vor vielen, vielen Jahren eine umfassende Umweltkatastrophe auf der Erde geherrscht hat, die ganze Erde zerstört hat, die sogenannte Flut. Im 1. Mose 6, Vers 13 bekommen wir die Information, dass durch die Bosheit, durch die Gewalt der Menschen, durch ihre Sünde diese Flut ausgelöst worden ist. Vielleicht erinnern uns manche Umweltkatastrophen heute an die Fehleinschätzung der Menschen, die wir auch heute tun. Im 1. Mose 8, Vers 22 werden wir informiert, dass die heutigen Klimata, also Sommer und Winter und auch radikalere Klimata und Umweltkatastrophen es erst seit der Flut gibt. Und auch die tektonischen Bewegungen und damit auch die Erdbeben sind ausgelöst worden durch diese Urkatastrophe. 1. Mose 10, Vers 25 werden wir informiert, dass der Urkontinent sich damals geteilt hat. Nun, diese Argumente werden sicherlich nicht tröstlich sein für jemanden, der Leid, Krankheit und auch Tod erleidet. Und ich würde auch allen Christen raten, diese Argumente nicht zu benutzen, um Menschen, die nicht an Gott glauben können, damit zu trösten. Ich habe einmal mit einer Frau gesprochen und sie natürlich auch angesprochen, ob sie an Gott glaubt, ob sie glaubt, dass Gott ein Interesse hat an ihrem Leben. Und sie sagte mir, für mich ist Gott schon lange gestorben. Ich habe sie gefragt, warum sie das denkt. Und sie sagte, als ich meinen Sohn, als er 16 Jahre alt war und gestorben ist, begraben habe, an diesem Tag habe ich auch Gott begraben in meinem Herzen. Was wollen Sie dann machen als Christ? Wollen Sie dann Gott verteidigen? Wollen Sie erklären, warum Gott Leid zulässt? Über die Theodizee-Frage sprechen oder irgendwelche Philosophien erklären? Das habe ich natürlich nicht gemacht und ich hoffe, dass Sie das auch nicht tun. Ich habe einfach eine einfache Frage gestellt. Ich habe sie gefragt, ob jemals ein Christ sie um Erlaubnis gebeten hätte, für sie zu beten, dass Gott sie tröstet. Und sie hat gesagt, nein, es hat noch nie ein Christ mich gefragt. Und ich habe sie gefragt, ich bin Christ, ich bin Pastor, ich würde sie gern um Erlaubnis bitten, für sie zu beten, dass der Heilige Geist sie tröstet. Und sie hat mir das erlaubt. Und in diesem Moment hat sie das erste Mal den Trost und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus erlebt. Und ihn in ihrem Herzen empfangen und die tröstende Kraft seiner Stärke. Jesus Christus, er ist der lebendige Gott, der mit uns auf eine Ebene kommen wollte. Er ist Mensch geworden und er hat das ganze Leid, das Menschen geschmeckt haben, selber geschmeckt. So lesen wir es an vielen Stellen der Bibel, dass er mit vielen Tränen seine Gebete gesagt hat, als er Mensch war. Er hat das Leid erlebt, willkürlichen, gewalttätigen Menschen ausgesetzt zu sein. Er hat das Leid von Todesangst durchlitten. Warum? Weil er uns den Weg in das ewige Leben eröffnet hat. Durch sein Opfer, durch seinen fantastischen Preis, den er bezahlt hat, hat er uns den Weg zum Himmel eröffnet. Dieser Gott, er möchte gern uns berühren in unserem Leid und in unserem Schmerz,
Bibel sagt sogar in Römer 8, Vers 28, dass er sogar alles Leid, alles Negative uns zum Besten dienen lassen kann. In meinem Urlaub war ich mit meiner Frau im Corrie ten Boom Museum in Haarlem in Holland. Corrie ten Boom war eine Christin im Dritten Reich und sie hat mit ihrer Familie viele, viele Juden versteckt in ihrem Haus und aus dem Dritten Reich hinausgeschleust und damit sie vor dem Tod bewahrt. Bis ein holländischer Nachbar sie verraten hat und sie alle als ganze Familie ins KZ gekommen sind. Sie hat alle ihre Familienangehörigen verloren. Alle sind vergast worden, außer ihr. Und sie hat diese Frage auch bewegt. Gott, warum hast du mich überleben lassen? Warum hast du das zugelassen? Gott hat zu ihr gesprochen durch ein Bild. Dieses Bild hat sie in viele, viele Nationen mitgenommen und hat vielen, vielen Tausenden von Menschen diese Botschaft gebracht. Gott begleitet dich durch die tiefsten Tiefen deines Lebens. Das ist eine Stickerei, die sie gemacht hat. Und sie hat erst diese Rückseite dieser Stickerei gezeigt. Sie sagt, so ist oft unser Leben, so war auch mein Leben. Alles durcheinander. Kein Plan. Viel Schmerz. Mein Leben ist ein einziger Schrotthaufen. Und sie sagt, so ist es oft, wenn wir unser Leben aus der Perspektive des Menschen sehen, aus unserer eigenen Perspektive. Doch wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann zeigt uns Gott unser Leben vom Himmel aus. Und dann hat sie diese Stickerei umgedreht und da war eine wunderschöne Krone. Und sie sagt, so ist Gott. Gott vermag alles Leid, allen Schmerz in unserem Leben umzuwandeln und uns zu zeigen, dass alles einen Zweck und einen Sinn hat. Das möchte ich auch Ihnen wünschen. Vielleicht sind Sie auch in einer Phase des Schmerzes und in einer Phase, wo Sie um Ihre Geliebten trauern. Ich bete heute für Sie, dass der Trost unseres Herrn Jesus Christus Sie tröstet und stärkt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.